Herzlich willkommen zum Zertifikat B1. Vielen Dank. Mein Name ist Michaela Perlmann, das ist meine Kollegin Stefanie Dengler. Guten Tag. Guten Tag. Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Pia. Aha, und Sie? Ich heiße Lorenzo. Aha. Pia, woher kommen Sie? Ich komme aus Finnland. Mhm. Und wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ich habe Deutsch 3 Monate gelernt. Mhm. Hier in Deutschland? Ja, hier in Deutschland, in München. Ah, in Finnland haben Sie noch kein Deutsch gelernt? Nein. Aha, ja. Wie gefällt es Ihnen hier? Es gefällt mir sehr gut. Ah, schön. Ja. Mhm. Und Lorenzo, wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ich lerne schon 8 Jahre Deutsch. 8 Jahre? Ja. Aha. Ich komme aus der Schweiz und in der Schweiz sprechen wir auch Deutsch. Ah ja. Also muss ich sehr gut Deutsch lernen. Das höre ich, dass Sie aus der Schweiz kommen, ja. Aha. Haben Sie da Deutsch in der Schule gelernt? Ja. Ah. Mhm. Ja. Und wie lange sind Sie schon in München? Ich bin nur seit 2 Wochen. Ah ja. Ja. Okay. Und gefällt es Ihnen bei uns? Ja, sehr viel. Das freut uns. Gut, beginnen wir jetzt mit dem Modul Sprechen. Diese Prüfung hat 3 Teile. Wir beginnen jetzt mit Teil 1. Sie haben einen Kollegen aus dem Kurs, der ist im Krankenhaus. Der hatte einen Unfall und Sie möchten diesen Kollegen besuchen, zusammen. Und jetzt planen Sie diesen Besuch. Überlegen Sie, was nehmen Sie mit, wann wollen Sie hingehen und so weiter. Ja? Bitte beginnen Sie. Okay. Gut, haben wir unsere Freunde leider im Krankenhaus. Ja, ja. So, wann möchtest du im Krankenhaus gehen? Ja, ich würde schon morgen gehen, wenn du frei bist. Ja. Leider nicht morgen, ist nicht gut. Aber ja, vielleicht okay. am Freitag? Ja, freitags für mich auch gut. Okay. Ja. Okay, und Nachmittag? Nach dem Unterricht? Ja, 5 Uhr. Ja, es geht, es geht. Ja, ja. Okay. Und wir müssen etwas kaufen. Ja, ich glaube auch, ja. Er ist allein und dann ja, will etwas vielleicht lesen und eine Zeitung. Ja, vielleicht. Und Blumen ist das. Ja, okay. Aber du, okay. Finde ich schon gut. Oder gehen wir nur 2 oder mit alle anderen Kameraden auch? Ja, was möchtest du machen? Ist das, können wir auch fragen vielleicht? Ja, wir können das machen. Und, ja, und er wohnt allein zu Hause. Vielleicht er braucht ein bisschen Hilfe. Ja, yeah, wir können ihm helfen, vom Krankenhaus abholen. Ja. Am Sonntag. Ja. Am Sonntag. Okay. Ja. Also, du denkst über eine Geschenk, okay? Ja, und dann ja, ich spreche mit alle anderen Kameraden. Ja, ja. Wenn, super. Okay. Also Freitag, haben wir gesagt. Ja, Freitag und 5 Uhr. Um 5 Uhr. Ja. Mhm. Perfekt. Ja, perfekt. Aha. So, bis Freitag. Okay, Freitag gehen wir. Aha, Sie sind fertig mit der Planung? Ja. Gut, okay. Ja, das war schon der erste Teil der Prüfung. Dann kommen wir jetzt zu Teil 2 und 3. Darin präsentieren Sie ein Thema. Ja, Sie haben jeder ein Thema ausgewählt, ja, und haben sich schon Notizen gemacht. Bevor Sie nun beginnen, habe ich einen Tipp für Sie. Bitte denken Sie an eine Einleitung und einen Schluss und bitte lesen Sie nicht alles ständig vom Blatt ab. Sprechen Sie bitte frei. Ja? Wer von Ihnen möchte denn beginnen? Ich kann das machen. Ja, ja. Okay. Bevor Sie beginnen, Sie hören jetzt bitte gut zu bei Pias Präsentation. Sie möchten nämlich hinterher eine Frage stellen. Überlegen Sie sich schon mal eine Frage. Ja? Ja, okay. Okay. Bitte. Okay, mein Thema ist Kinder und Fernsehen. Und
sehen Kinder so viel fern. Mhm. Und heutzutage, das ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass Kinder so viel fern sehen. Und die Eltern sind gestresst und haben nicht so viel Zeit für die Kinder. So, das ist leichter für die Eltern. Mhm. Und in meiner Heimat, Kinder sehen so viel fern. Zum Beispiel nach der Schule, Kinder machen nicht seine Hausaufgabe und sehen fern. Und ich denke, das ist nicht gut. Mhm. Und Vorteil ist, dass Kinder viele Sachen lernen können durch Fernsehen. Mhm. Aber ist, die Kinder sehr aggressiv sind, mhm. und, weil sie so viel Fernsehen. Mhm. Und ja, das ist alles. Und haben Sie Fragen? Ja, kann ich Fragen stellen? Ja, bitte. Und du? Schaust du viel Fernsehen auch? Nein, ich schaue Nachrichten und vielleicht eine Stunde pro Tag. Mhm. Und ich lese gern, aber ich sehe nicht Fernsehen so gern. Mhm. Ja. Und wenn du Kinder war, hast du viel Fernsehen geschaut? Nein, ich spiele mit meiner Freundin. Okay. Lorenzo, möchten Sie Pia noch ein Feedback geben, bitte? Ich glaube, sie hat sehr gut gemacht. Wir hatten auch nicht so viel Zeit zu vorbereiten. Für mich war es gut. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine Frage, Pia. Sie sehen ja selber sehr wenig fern. Was denken Sie denn, wie viel sollten Kinder, können Kinder fernsehen, so im Durchschnitt? Vielleicht dann eine Stunde pro Tag Maximum. Mhm. Ja. So, Lorenzo, jetzt sind Sie dran. Bitte präsentieren Sie Ihr Thema. Gut, ich spreche über Handy und auch Kindern. Mhm. Ich glaube, spreche ich auch natürlich auch meine persönliche Erfahrung, meine Meinung und die Vorteile und Nachteile wie meine Kollegin. Mhm. Also, ich glaube, Handy für Kinder sind nicht so nötig. Ich habe auch, aber auch immer ein Handy gehabt, das muss ich sagen. Mein Vater verkauft Handy. Ah, so. Also habe ich immer zu Hause Handy gesehen und Handy probiert. Mhm. Aber ich glaube, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ein Kind zum Beispiel viel zu Hause, weg von zu Hause ist, braucht er auch ein Handy. Vielleicht Eltern anrufen, sagen, ich komme ein bisschen später, ich komme nicht oder etwas so. Mhm. Aber finde ich auch, dass vielen Kindern oder Junge haben ein Handy einfach zu haben, weil alle ein Handy haben und sie chatten oder sie schauen Foto oder einfach, es ist nicht wichtig für sie Handy. Mhm. Meine persönliche Erfahrung habe ich immer sehr Sport gemacht, Fußball gespielt und ich war oft in der Schweiz, irgendwo in der Schweiz. Also musste ich zum Beispiel meine Mutter, meine Eltern erklären, warum ich zu spät kommen könnte. Oder ich weiß nicht, ich müsste früher abfahren und einfach informieren, meine Eltern, wo ich war und was ich machte. Mhm. Und für mich war es sehr wichtig. Aber auch hatte ich das Handy einfach, weil eine Mode ist, ein Handy, sehr gut, ein neues Handy dabei haben. Das muss ich auch sagen. Also wie habe ich schon gesagt, Nachteile sind natürlich
ein Handy immer dabei haben und immer schauen, auch in Unterrichten. Vielleicht habe ich schon einmal probiert, SMS schicken, während die Lehrerin spricht. Aber Vorteile gibt es auch, natürlich, informieren, und jetzt können wir mit Smartphone auch Notizen, Zeitungen lesen, Buch auch lesen. Mhm. Ist auch gut. Mhm. Innovierung geht auch weiter. Mhm. Ja, ich wäre auch fertig. Mhm, danke. Pia, möchten Sie ihm eine Rückmeldung geben und eine Frage stellen, bitte? Ja, gerne. Das ist sehr gut. Und ich habe eine Frage. Und benutzen Sie oft Handy? Oh ja, ich benutze viel Handy. Ja, und was machen Sie mit dem Handy? Ich habe ein Smartphone, also ich schreibe viele SMS und ich schicke viele SMS. Ich rufe auch meine Eltern wie meine Freunde, und ich gehe auch in Internet, Unterricht und Sportresultat schauen. Mhm. Danke. Danke für Ihre Präsentation. Sie haben ja schon sehr früh ein Handy bekommen und nutzen es sehr oft. Was denken Sie, was ist denn ein gutes Alter für ein Kind, um ein Handy zu bekommen? Also, ich glaube, gibt es nicht eine richtige Alter. Ich würde vielleicht meine Kinder geben um 10 Jahre. Mhm. Also das bedeutet, was macht er? Zum Beispiel, es ist immer oft weg zu Hause oder er ist immer nähe von Eltern und dann kann nur schauen und sehen. Wenn der Kind sehr gut im Sport ist und immer unterwegs, also vielleicht auch ein bisschen früher. Mhm. Aber ich glaube, es ist nicht so gut, sehr, sehr früh um 5- oder 6-Jähriger ein Handy geben. Mhm. Dankeschön. Bitte. Ja, vielen Dank an Sie beide. Das ist das Ende der Prüfung. Sehr interessant. Wir möchten uns jetzt verabschieden von Ihnen. Alles Gute. Und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.